Also waren keine Überlebenden an Bord. Ich könnte noch einmal für dich nachsehen. Sieh nicht nach unten, aber die Raptoren verfolgen uns immer noch. Gut gemacht. Glaubst du, sie könnten Fleischfresser sein? Manche der Schmetterlinge haben die gleichen Markierungen. Das füge ich sofort hinzu. Hier ist etwas Fachwissen für dich, Robin. Schmetterlinge sind sehr lichtempfindlich. Sie reagieren auf deinen Laserpointer. Diese Ranken können dein Gewicht aushalten. Du wirst langsam ein echter Naturforscher. Ups, was meinst du? Sind das Bienen oder Wespen? Ich finde keins von beiden wirklich beruhigend. Hast du überhaupt geguckt, bevor du zugegriffen? Wach aus! Ach, gut. Ein Pflanzenfresser. Allerdings ein großer. Robin, sieh mal.
Robin? Hier drüben. Das füge ich sofort hinzu. Robin, sieh mal. Die Bearbeitung läuft. Wird bearbeitet. Entschuldigung, Robin? Kreaturen, Robin. Ich glaube nicht, dass es etwas bringt, ihn mit Essen zu bewerfen. Dieser Dschungel ist voller Dinge, die appetitlicher sind als unsere Astronauten. Gut, dann mal los. Das füge ich sofort hinzu. Thank you.
Hier war eine Einheit, aber hier ist nur noch ihre äußere Hülle. Etwas hat den Datenkern entfernt. Er kann nicht weit sein. Diese Kerne sind schwer. Sieh dir diese neugierige Kreatur an. Sie sieht aus, als würde sie etwas festhalten. Etwas Kugelförmiges. Sicher nicht. Du wirst langsam ein echter Naturforscher. Oh, wieso ist alles in diesem Dschungel so bösartig? Er muss das arme Ding auseinandergerissen haben. Gut. Hallo, Commander. Hier ist Higgs-Einheit 96450, Wissenschaftsabteilung. Ich habe einen unerwarteten Absturz überlebt, doch erhebliche Systemstörungen erlitten. Ich scheine in einem tropischen Regenwald gelandet zu sein. Hören Sie mich? Hallo? Ich übertrage die Daten trotzdem, denn das ist fantastisch. Sehen Sie sich all das Leben an. Wir haben keine Ahnung, dass derart entwickelte Kreaturen auf Tyson 3 leben. Meine Datenbank ist möglicherweise so beschädigt wie meine Flugsysteme, aber was ist das?